Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Unserem Planet Erde bekommt immer noch einen Einfluss von Sternbild Haar der Berenike. Die Geschichte dazu habe ich gestern im Tageshoroskop erzählt. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Mond bekommt von Einfluss von Stangiedi und es bedeutet Kontakte zu knüpfen, Verbindungen suchen und ein Neuanfang. Da Bich bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und dadurch wirkt auf unserem heutigen Tag, da Bich ist ein Glücksstern. Oculus bestrahlt auch die heutige Mondenergie und Oculus ist nichts anderes als die Auge des Steinbockes. Und Auge bedeutet sehen, Erkenntnisse gewinnen, etwas klar und deutlich erkennen. Dann können Sie die Frage stellen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Steinbock im Wassermann? Die Antwort ist einfach. Diese Sternbilder, diese Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie sind miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit, dieser Gürtel heißt auch Ekliptik. Also es ist gut möglich, dass ein Stern, wo im Tierkreiszeichen Steinbock befindet, im Bereich Tierkreiszeichen Wassermann, so wie wir das astrologisch beschreiben, diesem Bereich wirkt. Was bestrahlt auch die heutige Mondbewegung? Das ist das Gesicht des Steinbockes, etwas in Form zu bringen oder das Gesicht, etwas ein Gesicht zu geben oder die wahre Gesichter, die Menschen zu erkennen, kann natürlich auch bedeuten. Armus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das ist das Herz des Steinbockes und das bedeutet unserem Herz hören oder ein Herzensangelegenheit. Es sind heute schöne Verbindungen, was auch immer Glück bringt. Einmal Jupiter, die rückläufige Jupiter, bestrahlt schön die Sonne. Sonne und Jupiter stehen sehr gut in Verbindung, das heißt Klarheit, Erfolg, Orientierung. Jupiter ist auch Glück, aber diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Die Verbindung ist wieder da und es ist schön angenehm, das bringt auch Glück. In erster Linie für die Skorpiongeborenen und für die Fischengeborenen. Uranus und Mars steht auch in einer schönen Verbindung. Uranus heißt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Aber Mars kann auch eine männliche Person sein. Eine schöne Verbindung, hier verbindet sich die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Schütze. Also hier wirkt in erster Linie diese schöne Energie. Aber wir haben auch eine Spannung und wir sollen diese Spannung überwinden. Die Spannung entsteht zwischen Saturn und Venus. Es handelt sich um Liebe-Partnerschaft. Bei Saturn-Einfluss kann bedeuten, dass das eine Lernaufgabe ist in die Liebe-Partnerschaft. Saturn kann auch etwas bremsen, Einschränkungen, Schüchternheit, Angst von Liebe. Aber es gibt eine Lösung und es befindet sich im goldenen Schnittpunkt. Und dieser goldene Schnittpunkt ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Und dieser Schnittpunkt wird auch bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Nashira und bietet die Lösung an. Nashira bedeutet die Hindernisse überwinden und dann etwas in Bewegung setzen. Und diese Hindernisse sind oft die Angst. Thema ist die Liebe-Partnerschaft.
Angst, etwas anzusprechen, Angstgefühlen zeigen, Angst vor einer Beziehung. Und das ist wichtig, das überwinden, und so löst sich das Problem. Oder bei Saturn-Einfluss kann auch bedeuten, dass wir alles zu ernst zu nehmen, verletzt fühlen. Und hier brauchen wir Leichtigkeit, und das vermittelt die Tierkreiszeichen Wassermann, weil die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement, also die Leichtigkeit vertritt. Und jetzt schauen wir an, wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont unten, und im gleichen Zeit geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Für die Fischengeborenen bedeutet natürlich auch das Ich, also Selbstwertgefühl, Selbstdarstellung wahrgenommen zu werden, etwas ins Licht zu bringen, aber spiegelt auch das Leben, das ist die Partnerschaft. Natürlich, das ist auch ein wichtiges Thema, nicht nur bei den Fischen geboren, sondern im Allgemeinen gehört das zu unserem Leben, aber das spüren gerade auch die Fischengeborenen. Diese Klarheit trifft die Fischen geboren, Klarheit bekommen von etwas, oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und es wird geklärt, oder haben rechtliche Lage und das kommt jetzt zum Ordnung, kann auch bedeuten, dass die Chancenmöglichkeiten wiederholt sich wieder, und jetzt diesmal sollen die Fischen geborenen das bewusst wahrnehmen und das, diese Chancen ergreifen. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen und die Mut in Kraft ist da. Uranus steht mit Mars, eine schöne Verbindung, kann auch ein Einfluss sein von einer männlichen Person, und das bringt auch Glück. Liebe Partnerschaft spielt auch eine Rolle. Hier entsteht zwischen Venus und Saturn eine gewisse Spannung, aber die Lösung liegt im Wassermann, das heißt, wir brauchen die Leichtigkeit, das spielerischer betrachten oder das mit Humor nehmen und über die Grenzen zu gehen, da löse ich diese Spannung auf jeden Fall. Ein Aufstieg ist zum Erwarten bei den Wiedergeborenen und natürlich die Bemühung für den beruflichen Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Stier geboren ist immer noch ein wichtiges Thema die Finanzen, die Werte, die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung. Aber heute nichts investieren, nichts unterschreiben, keine Verträge, weil das Geld geht zum Verlust. Also bitte achtsam sein auf die Geld. Und auch bei Einkauf oder Investitionen, das kann sein, dass das Geld zu verloren geht, kann auch bedeuten, dass sie kaufen etwas und das ist zu teuer, oder ein Vertrag wird unterschrieben und das führt zu finanziellen Nachteilen, also auf den Finanzen achten. Und warten auf den richtigen Moment, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, und nach dem Neumond, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann sind die gute Zeit zum Investieren, trifft die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit, Glück in die Liebe, Partnerschaft, eine gewisse Spannung ist spürbar, aber mit Leichtigkeit kann man das überwinden. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei den Zwillingsgeborenen kommen viel Kontakte in vertraute Umgebung oder in Familie, Verwandtschaft. Aber Medien spielt auch eine Rolle, gerade bei den Zwillingsgeborenen, einen Vortrag oder ein Buch zu veröffentlichen. Die Kontakte, die Kommunikation, das sind die Aktivitäten da. In die Liebe, Partnerschaft, wie ich schon sagte, ist auch Glück, die Hindernisse aber überwinden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sie sich zurzeit unsicher. Und sie sollen eher zurückhaltend sein, nichts Neues beginnen, nichts investieren. Auch in die Liebepartnerschaft vermeiden jetzt die Annäherungen oder die Gespräche. Liebe warten auf den richtigen Moment. Wo die Krebsgeborenen gerade Glück haben, dass sie Klarheit bekommen, etwas klar und deutlich sehen oder eine rechtliche Lage, wo sie auch das Recht bekommen oder die Gerechtigkeit siegt, das ist der Vorteil momentan bei den Krebsgeborenen.
Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen sollen auf den inneren Gleichgewicht achten, die Leichtigkeit bewahren, die schöpferische Kraft spüren, das natürlich im Beruflichen umsetzen, die Möglichkeiten, Chancen ergreifen und aktiv zu sein, die wahre Berufung nachzugehen. Die Chancen sind gerade da, nicht nur das, sondern hier ist auch eine karmische Erinnerung oder karmische Aufgabe. In die Liebe, Partnerschaft haben sie Glück, trotz dieser Spannung mit Leichtigkeit ist es auch möglich, dass dieser Glück kommt und kommt es in Harmonie. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Jungfrau Geborenen, fühlen sie sich unsicher. Es ist vielleicht nicht der richtige Moment, etwas Neues starten, beginnen. Lieber warten, bis die Mond übergeht in Tierkreis zeichnen Fische, dann kommt etwas im Fluss, spiegelt auch etwas und mit Ruhe, dann kommt alles in Bewegung. Momentan eher zurückhaltend sein. Die Tierkreis zeichnen Wagen Geborenen, verspüren die Leichtigkeit und sie haben auch Glück, glücklich in die Liebe, Partnerschaft, kommt alles in Bewegung, auch die Leichtigkeit, Veränderungen sind möglich, sogar sollen auch etwas verbessern, verändern. Keine Angst vor diesen Veränderungen, sondern die Möglichkeiten auch nützen, aktiv zu sein, mutig zu sein. Und das Leben spiegelt noch etwas, das sind die Gespräche und die Liebe, Partnerschaft, nicht nur warten, sondern wirklich die Gespräche suchen, die Kontakte pflegen, auf anderen zuzugehen, offen zu sein, Gefühle zeigen. Die Tierkreis zeichnen Skorpion geboren, bekommen Klarheit über eine bestimmte Situation, die wo rechtlichen in einer rechtlichen Lage befinden, haben auch gerade die Sieg auch. Man kann die rechtlichen Lagen, auch die Buchhaltung gerade in Ordnung zu bringen. Oder kommt eine Information, ein Nachricht, kann auch die Vergangenheit, das von Vergangenheit wieder jemand sich meldet. Und so bekommen sie die Skorpion geboren, die Orientierung. Und diese Klarheit hilft auch. Das sind sehr schöne Verbindungen gerade zwischen Sonne und Jupiter. Natürlich kann auch das eine Verbindung sein zu Vater oder Chef, dass da gerade eine schöne Verbindung da ist. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, sind Umbrüche, Veränderungen, die Kraft und die Mut ist da. Mars steht eine sehr schöne Verbindung zu Uranus. Das sind die Möglichkeiten, etwas im Griff bekommen, verändern, Besonderes, was die Beruflichen betrifft, aber in die Liebe, Partnerschaft ist auch gut, trotz dieser Einschränkungen mit Leichtigkeit geht es auch, daran liegt die Lösung und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Steinbock geboren, verspüren eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. Das ist die Saturn- und Venus-Verbindung, die stehen in Spannung. Aber es ist wichtig, nicht alles zu ernst zu nehmen, nicht verletzt zu fühlen oder andere zu verletzen, sondern mit Leichtigkeit, mit Humor das alles betrachten. Daran liegt die Lösung und dann kommt die Liebe auch in Harmonie. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren, kommt auch etwas in Bewegung. Die Kraft ist da, die Mut ist da, gute Nachricht ist zum Erwarten in die Liebe, Partnerschaft mit dieser Leichtigkeit, was die Wassermann Geborenen auch vertreten können und mit ihren Ideen und mit ihrem Humor. Natürlich kommt auch das in Harmonie und sie werden auch wahrgenommen werden. Und das war mein Tageshoroskop. Wenn Sie Fragen haben, was den Alltag betrifft, können Sie jederzeit mit mir kontaktieren. Dazu empfehle ich die Blitzberatungen und es geht auch blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Situation, stellen Sie Ihre Frage oder möchten Sie einen Termin, dass ich das berechne, welcher ist der ideale Zeitpunkt, natürlich gerne. Und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, Blitzberatung pro Frage oder pro Termin 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.